So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Wir starten wieder durch in Skyrim und müssen ja jetzt, nachdem wir in der letzten Folge den Drachen getötet haben, die Aufgabe noch abgeben, denn es hat sich herausgestellt, dass wir ein Drachenblut sind, somit auch Schreie, die wir auch schon vorher benutzt haben, vollführen können, ausüben können. Bin gespannt, wie es jetzt einfach weitergeht, wie die Geschichte uns eben weiterträgt, ne? So, da wären wir. Gucken wir doch mal. Zu wem muss ich gehen? Ah, zum König selber. Oder zum Jarl. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Alles klar. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ah, ja. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohortga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hunger, geht nicht so hart mit Abiniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung. Okay, ich habe eine neue Waffe bekommen. Schauen wir doch mal. Axt von Weißlauf. Hey! Absorbiert 5 Gesundheitspunkte, sehr schön. Dann können wir die auch gleich mal ausstatten. Hinter meinem Bogen natürlich. Und dann kann ich... Die Sachen muss ich alle noch... Oh, Stab der Raserei.
Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ja, mein Herr. Ich wollte noch beim Aveniki schauen. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt. Ein Haus kostet 5000 Goldstücke. Ja, so viel habe ich ja nicht. Oder? Ne, ich habe 1400. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ich probiere mal ein paar Sachen zu verkaufen beim, beim Magier. Vielleicht hat der ja dafür Verwendung. Schauen wir doch mal. Jetzt laufe ich so langsam, weil ich so viele Sachen einstecken habe. Neue Waffen bekommen, etc. Gucken wir mal, ob der vielleicht für die Drachenknochen Verwendung hat. Das könnte vielleicht klappen. Schauen wir doch mal. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser Verfluchte... Werft einen Blick darauf. Gucken wir mal, ob wir was hier verkaufen können. Bücher wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Die sind ja nicht schwer. Da haben wir ein paar Seelensteine, Rolle des Feuerballs. Okay, die Sachen sind ja auch nicht schwer. Das können wir auch mal verkaufen. Das auch. Silberhalskette, Silberring, Stiefel. Und Stab der Raserei auch. Der ist mir auch so schwer. Okay. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas entzaubern können. Entzaubern? Ja, das Nordschwert. Okay, dann haben wir noch der... Nein, das nicht. Okay. Die sind alle schon verzaubert, die Sachen. Froschschaden. Ja, könnte ich dann, wenn ich einen Seelenstein habe, sieht man ja, ich erfordere einen Gegenstand und Froschschaden sowie auch einen Seelenstein. Wähle einen Gegenstand zum Zerstören aus, um dessen Verzauberung zu erlernen, oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Okay. Seelensteine habe ich nicht viel. Ja, Verzauberung abbrechen. Jetzt brauchen wir nur 5000 Gold, um uns ein Haus zu kaufen. Das heißt, ein paar Aufgaben sollten wir noch erledigen. Wir können ja nochmal den Aveniki fragen. Der hat nämlich auch noch ein bisschen was zu tun. Oder vielleicht sogar den Magier. Hat der noch was für uns? Schauen wir doch mal. Irgendjemand muss doch diese schweren Drachen kaufen. In der Magie wohnt eine gewisse Ruhe. Ja? Was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Es heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Okay. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Was wisst ihr über Schreie? Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Wenn ihr das Schreien beherrscht, müsst ihr die Graubärte aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Okay. Seid ihr dem Kaiservolk verpflichtet? Was sind die Pflichten eines Hofzauberers? Nö, das alles ist nicht so weit wichtig, denke ich. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. In Winterfeste, ja, das ist noch ein weiter wieder Weg. Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken Wo haben wir denn den Aveniki? Gut gemacht. Der noch ein bisschen eine Aufgabe für uns hat, noch ein bisschen Arbeit, damit ich ein bisschen Geld verdienen kann, bevor wir uns wirklich auf den Weg machen. So mag einen Weißlauf gesuchter Verbrecher beispielsweise nicht ganz zu Ende gelesen. Da ist er aber. Schauen wir mal. Ich dien. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, ich suche nach Arbeit. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Lager stehender Strom. Okay, danke. Genießt euren Besuch in Drachenfest. Dann haben wir doch was. Dann suchen wir uns noch ein paar Händler zusammen, um ein paar Krempel, Sachen noch loszuwerden, die ich so mit mir rumlaufen hab, oder rumtrage. Unter anderem die Laute und so ein Quatsch. Und die Drachenknochen, die sind richtig furchtbar schwer.
dass ich nicht bei der nächsten Aufgabe gleich wieder voll beladen bin. Weil noch kann ich ja leider nichts ablagern oder einlagern in meinem Haus. Weil ich es mir noch nicht leisten kann. Also 5000 Goldstücke brauche ich. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Ah. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay, ich bin ein Tane. Wo ist sie denn? Da drüben? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Ich würde dich eher heiraten. Okay, nee, jetzt brauchst du mir nicht folgen. Also gut. Aber gut zu wissen, dass wir eine Olle haben. Ist ja klasse. So, okay, dann würde ich sagen, auf zu neuen Ufern. Wir schauen mal rein, was für Aufgaben wir haben. Und zwar im Tagebuch. Hier ist der aktuelle Standort. Hier ist lagerstehender Strom. Da werden wir jetzt hingehen und die Banditen töten. Da war ich doch schon, oder? Nicht alles täuscht. Habe ich da nicht schon ein bisschen Lagerstille Monde? Da waren wir auch im Staubmannsgrab. Redorans Zuflucht waren wir. Festung Graumoor haben wir nur mal kurz besucht. Den Wachturm haben wir uns angeschaut. Weißlauf, ja. Okay, wir gucken mal ins Tagebuch rein. Ein paar Sachen haben wir ja noch offen. Der Weg der Stimme ist natürlich das nächstgrößere Ziel. Mit den Graubärten, aber das mache ich ein bisschen später. Das würde ich ganz gerne erst nochmal ein bisschen Gold sammeln etc., damit wir vielleicht uns sogar... Ah. Finde den ursprünglichen Besitzer der goldenen Klaue. Ich mach's mal an. Besuche den Schrein von Azura. Erkunde die Bardenakademie. Schließe dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Okay. Das ist Banditenführer? Den, sprich mit dem Anführer der Gefährten. Gehört dem? Gucken wir nochmal kurz rein, ob dem vielleicht die Klaue gehört. Obwohl ich mich den Gefährten nicht anschließen möchte, aus einem Grund, weil dort wird man zu einem Werwolf, wenn man sich den anschließt. Und das würde ich ganz gerne vermeiden. Finde ich furchtbar. Ich hab's nicht mit Werwölfen. Aber wir sprechen mal mit denen, ob wir da vielleicht die Klaue loswerden, um das abzuschließen. Bin gespannt. Na, wo ist er? Noch sehe ich ihn nicht. Also hier scheint er nicht zu sein. Ist er überhaupt da? Ah, da unten, schaut mal. Mein Bruder Wilkas kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Wohnquartiere, okay. Schauen wir doch mal. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Ja, da vorne ist er. Okay, schauen wir doch mal. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Ein Fremder betritt unsere Halle. Nee, ich will mich dem Gefährten gar nicht anschließen. Ich dachte, ich kann nur ihm die Klaue loswerden. Sprich mit dem... Die goldene Klaue. Ein Lagerstehender. Sprich mit dem... Ach so, okay. Besuche den Schrein von Azura, schließe dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. So sieht's aus, okay. Die Sachen haben wir abgeschlossen in höchster Not. Finde die Rotpatronen. Okay, schauen wir doch mal. Was soll ich mit den Gefährten? Wer will sich denn schon bitte in einen Werwolf verwandeln? eher würde ich sie jagen gehen. So.
gucken wir mal, ob wir die Rotwadrone noch finden. Also wie gesagt, bevor ich mich auf den Weg mache, die 7000 Stufen zu den Graubärten zu erklimmen, würde ich ganz gerne an dem Haus noch ein bisschen arbeiten, dass ich das Gold zusammenkriege. Also sprich noch ein paar Aufgaben erfüllen etc. Aber all das in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dann, euer Bergi.